Hast du eigentlich damals auch ein Puppenhaus gehabt oder ein Barbiehaus oder sowas in die Richtung? Ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Dama Kasch und du siehst mein Snares Alice Journey. Und ich muss jetzt mit Alice hier dieses Labyrinth durchqueren. Mal gucken, ob mir das gelingt. Ich möchte unbedingt gerne das Eulentotem haben. Und mal schauen, ob ich hier überall hinkomme, wo ich hin soll. Ich muss wirklich okay. Ich habe gedacht, es reicht, wenn ich die Punkte, weißt du, durchquere, aber anscheinend reicht das nicht. Warte. Ich möchte das dann so. Ach du guter Gott. Ja, das geht ja schon mal nicht. Okay, das muss ich freilassen hier, dieses eine. So. So, dann... Ah, nein. Na, verrückt, weil so geht's ja auch nicht. Vielleicht nehme ich das schon mit, aber das, nein, das funktioniert auch nicht. Da komme ich nicht mehr raus dann. Tja, ich muss diese beiden hier mitnehmen, aber der muss frei bleiben, glaube ich. Warte mal, kann ich das hier irgendwie... Den habe ich dann schon mal mitgenommen. Aber ich kann nicht. Nein. Ich komme ja nicht. Mir fehlt ja dann der eine Bobbel da. Ich probiere noch einmal. Komm. Von hier nach hier. Dann muss ich... Ich kann nur von hier so. Und dann so. Und dann... Ja, aber dann habe ich das schon berührt. Also... Oder von hier nach da. Aber ich muss dann... Nee. Hä? Ach komm, ist egal. Ja. Siehste, guck mal, jetzt zeigt er uns das, wie das gehen würde. Sehr gut. Alles klar, was habe ich denn jetzt hier? Oh. Ein Buch anscheinend. Möglicherweise gibt es eine kleine Chance, von hier zu entkommen. Möchtest du das wirklich? Möchtest du in die Welt zurück, von der du weggelaufen bist, zur Arbeit, die du hast, zur Familie, von der du dich entfernt hast, zu einer dir unbekannten Person? Oh, und noch eins. Das Buch, das ich von dir habe. Du verlierst jetzt jemanden, der dir wichtig ist. Das Leben ist nicht einfach, Alice. Oh, und damit ist das Kapitel auch schon beendet. Dann geht's schon rein ins nächste Kapitel jetzt.
Ist ja verrückt. Gut gemacht, gefunden, die Eulenfigur. Und die setze ich doch jetzt auch mal gleich ein hier. Auf geht's. Oh, was ist hier? Du wirst vermutlich schon erkannt haben, warum ich nicht mehr dort bin. Ja, das war das Buch, das du ihm gegeben hattest. Das war der entscheidende Test für dich. Keine Sorge, Alice, du hast ihn mit Bravour bestanden. Du hast intuitiv gehandelt, obwohl es nicht logisch erschien, sich von dem Buch zu trennen. Du bist tatsächlich eine kluge Frau. Das ist der Lauf der Dinge. Manchmal muss etwas weichen, damit etwas Neues entstehen kann. Als deine Lehrerin musste ich sterben, um dir zeigen zu können, wie stark du nun bist, Alice. Von hier an kannst du deinen Weg alleine fortsetzen. Du besitzt die Macht, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Gib gut darauf Acht. Jetzt fehlt nicht mehr viel. Ah, das ist okay. Da geht das dann auf. Okay. Ins Krankenhauszimmer zurück. Kapitel 4. Im Land der Schatten. Entdecker, Glückwunsch! Du bist ein großer Erkunder. Wupp, wupp. Okay, ich wimmel hier gleich erstmal. Saubere Zähne. Wo sind denn die dreckigen? Ein Thermometer. Ein Rettungsring. Da, aber da fehlt Luft an dem Rettungsring. Ich sehe schon. Eine Rasierklinge. Da ist ein Rasierer. Eine Springfeder. Also hier ist die Zahnbürste. Ah, und da sind die Zähne. Sehr gut. Pflaster. Ein Spiegel. Da. Ein Tupfer. Achso, dann ist das das. Ein Pinselchen. Ah, da ist die Luftpumpe. Habe ich erst nicht erkannt als Luftpumpe, aber jetzt habe ich den Rettungsring. Sehr gut. Ein Tee und eine 2 brauche ich noch. Da ist das Tee. Aber eine 2 brauche ich auch noch. Und eine Rose. Da. Springfeder. Da ist übrigens die 2. Springfeder. Badada bada. Bada bada da bada. Okay, Springfeder und Pinsel. Springfeder und Pinsel. Gar nicht so leicht. Eins von beiden hätte ich halt gerne schon noch gefunden. Ist das ein Pümpel? Ist das eine Einlage? Oh. Damit ich dann, wenn ich den Tipp mir geben lasse, dass das das Letzte ist, was ich noch suchen muss. Ne? Aber ich sehe beides irgendwie nicht. Eine Schachfigur sehe ich hier. Irgendeine Seife. Das ist ja keine Springfeder. Ha, 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 ha. Na, dann gib mal einen Tipp. Ah, die habe ich aber wirklich nicht gesehen. Das sah aus, als ob das die Bordüre von dem Taschentuch ist, gell? So, jetzt fehlt noch ein Pinsel. Wo könnte der Pinsel sein? Das ist kein Pinsel. Ach, das ist auch, das ist irgendwie eine Schabe oder so. Na, dann gib mir mal den letzten Tipp.
Das ist kein Pinsel, das ist eine Bürste. Okay, ich habe eine Springfeder gefunden. Das sieht wie ein Spinnennetz aus. Oh nein, das ist zu schmerzhaft. Nicht nach dem hier. Okay, da muss ich das erst irgendwie auslösen wahrscheinlich. Die Mausefalle. Was ist hier noch? Eine Schraube. Da steckt was drin. Wenn ich es bloß irgendwie öffnen könnte. Ah, irgendwas ist hinter dem Bildschirm, wenn ich bloß sein Grinsen wegwischen könnte. Ja, leider habe ich nichts. Ah, die macht die Augen auf und zu, das ist unheimlich. Ich brauche etwas, um die Äste abzuschneiden. Auch das noch. Jemand fehlt auf dieser Bühne. Einige Teile fehlen. Oh Mann! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich brauche dieses Puzzle unbedingt, aber es steckt in der Mauer fest. Kann ich das mit dem Stift so rausprügeln? Nein, schade. Ah, da liegt eine... So eine... Oh nein, ich brauche Teile, um die Schere zu verbinden. Da könnte ich die Springfeder nehmen, oder? Nein, es fehlte nur ein Schräubchen. Sehr gut. Und jetzt kann ich doch... Warum habe ich keine Karte? Das ist ja verrückt. Oh oh, ich muss die Klingen stoppen, sonst verliere ich meine Hand. Alles klar, ich habe das Spinnennetz bekommen. Ah, da fehlt etwas. Oh, eine Rasierklinge. Auch noch. Das Haus ist versperrt. Oh, warum ist das so traurig, das Bild? Hm. Ah, miam, 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 miam. Na gut, ich gehe mal... wohin gehe ich aber? Ins Krankenhauszimmer. Ins Badezimmer mache ich erstmal das Spinnennetz-Schächtelchen auf. Okay, ich habe jetzt einen Metallstab. Kann ich den hier benutzen? Aber ich könnte das doch so... Mit dem Stift? Ja. Alles klar. Und das ist jetzt... Ah, der Schlüssel bestimmt fürs Puppenhaus, oder? Könnte sein. Hast du eigentlich damals auch ein Puppenhaus gehabt? Oder ein Barbiehaus oder sowas in die Richtung? Ich habe ein total schönes Puppenhaus gehabt damals. Das hat mein Opa gebaut und meine Oma hat das tapeziert und sowas. Das war so selbst gemacht. Das war echt total schön. Das war sehr, sehr süß. Ich will immer auf die Karte gucken, aber leider. Oh nein, das Schloss brennt. Ah, da kriege ich das Gesicht. Das ist gut. Das gehörte irgendwo hin. Hier hin. Ein Puzzleteil, das erste. Hurra! So, drei Stück brauche ich, gell? Guck mal, hier war doch eins drin. Kann ich das mit diesem Metallstab daraus machen? Nein, mit der Gartenschere. Nein, mit der Rasierklinge. Aber warum sollte ich das mit der Rasierklinge machen? Nein. Nein, warte, ich gehe mal nochmal in mein Krankenzimmer zurück. Ist da gerade eine Ratte langgelaufen oder eine Maus oder so? So. Bam! Okay, da habe ich das nächste Puzzleteil erhalten.
Da kann ich jetzt mit der Gartenschere mal die Blumen wegschnippeln. Und dann mal gucken. Oh, eine Spitzhacke. Spitzhacke klingt echt voll nach dem Plan. Damit dresche ich jetzt... ich bin hier falsch. Damit dresche ich jetzt hier so lang gegen die Wand, bis ich das Puzzle kriege. Na, hau schon dagegen. Mach's kaputt. Ich will's zerstören. Okay, ich darf das damit nicht zerstören. Schade eigentlich. Ich wäre dafür gewesen, oder? Hätte man machen können. Habe ich hier im Badezimmer noch was zum kaputt verprügeln? Nein, aber ich kann das hier aufschneiden mit der Rasierklinge wahrscheinlich. Und ich bekomme... Was soll ich mit dem Pfahl anfangen? Was soll ich denn damit? Vielleicht soll ich ja jemanden pfählen. Vielleicht taucht ein Vampir auf oder so. Man weiß es nie so genau. Ah, ich kann bestimmt... Pass auf, ich mache hier den Pfahl da so dazwischen. Und dann haue ich mit der Spitzhacke nochmal drauf rum. Jetzt brauche ich etwas, um das Puzzle herauszustemmen. Stemm doch! Was kann ich denn mal... Irgendwas kann ich bestimmt noch mit meiner Spitzhacke zerstören. Dazu ist sie ja schließlich da, oder wie? Hier. Einwandfrei. Badam! Bewege die Wurzeln, um an den Hammer zu kommen. Aber erst in der nächsten Folge. Oh, no, you didn't. Ich brauche diesen Hammer, um an ein Puzzleteil zu kommen. Ich möchte endlich wieder in mein normales Leben zurück. Ich bin hier in total den merkwürdigen Welten irgendwie eingesperrt und gefangen. Das ist echt nicht schön. Aber ich habe den Hammer bekommen und damit flitze ich jetzt so schnell es geht in den Korridor und versuche das jetzt hier zu machen. Jawohl! Haha! Denn diese Puzzleteile gehören hierhin. Bringe die Puzzleteile in die korrekte Position. Erstmal bringe ich die alle hier an den Rand, weil das ist ja ein bisschen doof, obala, wenn die hier alle auf meiner Fläche liegen, wo ich gerne puzzeln würde. Und dann fange ich mal an. Das sieht doch gut aus. Ich lege die erstmal da, wo ich denke, wo sie hinpassen, ne? Das kann natürlich sein, dass ich die dann nochmal verschieben muss. Warum ist die Musik ausgegangen? Spiel, what's going on? No music inside. Ah, siehst du, man muss manchmal schimpfen. Dann kommt auch die Musik wieder. So, da ist noch eins. Siehst du, guck mal, da habe ich den Rand schon. Ah ja, das ist das Schwert. Das Schwert ist das letzte Totem, was mir jetzt noch fehlt. Und da ist es schon. Sehr gut. Du im Schattenland. Amüsante Vorstellung. Wonach suchst du hier? Möchtest du da tatsächlich dorthin zurück, von wo du geflohen bist? Hast du bereits vergessen, wie du gelitten hast? Hast du den Unfall verursacht hast, der diese Ereignisse in Gang gesetzt hast? Worauf hoffst du diesmal? Es wird für dich dasselbe alte Leben sein. Die Welt ändert sich nicht, Alice. Und du wirst dich wohl auch nicht ändern. Ups, kaputt. Glückwunsch, du hast Kapitel 4 im Schattenland beendet. Okay, jetzt kommt da das letzte Totem rein. So.
Sehr gut. Glückwunsch, du hast die Brücke aufgebaut. Und weiter geht's. Wow, ich würde mich ja nicht trauen, darüber zu gehen. Ausgang. This is how it all began. So begann alles. Mind Snares. Alice Journey. Zu Ende. Es ist ein sehr, sehr cooles Spiel gewesen, wie ich finde, oder? Die Geschichte fand ich halt ganz cool, dass sie ja anscheinend irgendwie im Koma liegt oder so. Ich überspringe das jetzt mal. Dass sie ja anscheinend irgendwie im Koma liegt oder sowas in die Richtung. Und weil sie sich irgendwie kaputt gearbeitet hat und gibt's gar keine... Oh no, es gibt gar kein Bonuskapitel bei dem Spiel, oder? Nein, wirklich nicht. Gibt's kein Bonuskapitel? Oh, mir fehlen noch 2 Erfolge. Welche fehlen denn? Beende alle Wimmelbildszenen ohne Tipps. Oh, das habe ich nicht geschafft. Beende alle Minibildspiele ohne zu überspringen. Habe ich auch nicht geschafft. Okay, da ist was übers Team und zum Bewerten. Aber ich bin ja Hobby-Fortgeschrittener. Okay, nee, ich könnte jetzt nochmal anfangen, oder? Ich probiere einfach mal. Aber ich dachte eigentlich vor 2 Jahren. Done. Erledigt. Alice. Das hatte ich ja schon. Das ist der Anfang von dem Spiel. Also, schade, es gibt kein Bonuskapitel. Das bedeutet, ich werde jetzt das einfach an das letzte Video mit ran tüdeln irgendwie. Also so, dass das nur noch ein Video ist, weil das war jetzt ja nur noch 5 Minuten. Ich bedanke mich sehr, dass du mich bei diesem Wimmelbildspiel begleitet hast. Ich hoffe, es hat dir auch so viel Spaß gemacht. Natürlich startet auch wieder ein neues. Ist ja klar. Ich würde mich freuen, wenn du mich da dann auch wieder begleitest. Ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, deine Damakash. Yeah.